Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Matthias Nölke von der FDP Kassel. Er ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter. Herzlich willkommen. Guten Abend. Schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Abend. Hallo. Sie sind Mitinitiator von der Mitgliederbefragung bei der FDP. Es geht bei dieser Befragung um das Thema raus aus der Ampel oder drinnen bleiben. Sind Sie denn mit dieser Meldung, vor Weihnachten wird es keinen Haushalt 2024 geben, Ihrem Ziel, also einen Ausstieg aus der Ampel, näher gekommen? Das kann sicherlich dazu beitragen. Ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Also, dass es keine Einigung mehr gibt für den Haushalt, überrascht mich jetzt nicht, weil die ganzen Monate und Jahre hat sich eigentlich gezeigt, diese Regierung ist nicht in der Lage, ihre Konflikte zu lösen, beizulegen. Die wurden alle bisher mit Geld zugeschüttet, ja, und mit Hütchenspielertricks, und die jetzt von Karlsruhe aufgedeckt wurden. Und eigentlich steht die ganze Regierung jetzt final vor einem Scherbenhaufen. Also es gab ja schon viele Streitereien und auch viele Uneinigkeiten bei der Ampel. Bislang konnte man sich immer einigen. Sie sagen, jetzt wo das Geld weg ist, gibt es keine Einigung mehr? Ja, also es würde mich nicht wundern, weil wie gesagt, am Geld kommt es auf Ende, darauf kommt es am Ende an. Und ein Haushalt ist ja in Zahlen gegossene Regierungspolitik. Und durch das Urteil von Karlsruhe wurde ja eigentlich die ganze Regierungsgrundlage weggeschossen. Und die spannende Frage ist wirklich, kriegt man eine Einigung hin, den Haushalt fürs nächste Jahr noch hinzubekommen? Und was passiert auch mit der Schuldenbremse? Soll sie nochmal ausgesetzt werden oder nicht? Und an welche Ausgaben geht man ran? Also ich sehe da jede Menge Konfliktpotenzial und Sprengstoff, auch für die Ampel, ja. Aber wenn die FDP jetzt aus der Ampel aussteigt, dann käme es sehr wahrscheinlich zu Neuwahlen. Und die Umfragen im Moment, wir haben es gerade auch von unserer Reporterin gesehen, die sind ja desaströs. Man müsste zittern, ob die FDP dann wieder in den Bundestag einziehen kann. Also was genau würden solche Neuwahlen bringen? Also zunächst mal geht es ums Land, und man sollte die Entscheidung in der Politik nicht von der Umfragelage abhängig machen. Entscheidend ist, was wichtig, was gut für das Land ist. Aber im Land wäre danach kompletter Stillstand erstmal. Das glaube ich nicht. Also zunächst mal gibt es auch keinen Automatismus für Neuwahlen. Das wäre ein weiter Weg. Aber selbst wenn es Neuwahlen gibt, dann sollte die FDP die nicht scheuen. Weil wenn man vor die Wähler tritt und sagt, wir haben damals die Ampel gemacht, wir haben uns der Verantwortung gestellt, wir wollten neue Wege beschreiten, haben aber jetzt festgestellt, dass diese Wege in eine Sackgasse führen und dem Land schaden, dass man dann in einem Akt der kritischen Selbstreflexion zu dem Schluss kommt, es ist besser für das Land, diese Regierung zu beenden, und dass wir uns geirrt haben und man sich diesen Fehler eingesteht. Und wir als FDP wollen ja immer eine neue Fehlerkultur und sagt, das war ein Irrtum, ein Fehler, und wir treten jetzt vor die Wähler, um uns ein neues Votum für eine neue, bessere Politik abzuholen, dass das durchaus honoriert wird. Das ist jedenfalls auch die Rückmeldung, die ich von vielen Menschen bekomme. Aber was wäre denn die Alternative? Also Sie sagen, es ist auch nicht automatisch, dass es Neuwahlen gibt. Warum jetzt diese Position, in der Christian Lindner ist, aufgeben? Eine mächtige Position. Er ist Bundesfinanzminister und er kann jetzt ja auch mitreden, kann Weichen stellen, kann möglicherweise verhindern, dass neue Schulden genommen werden. Wenn er nicht mehr in der Regierung ist, Sie sagen, es ist nicht automatisch, dass es Neuwahlen gibt. Wer entscheidet dann? Also dann wird es ja möglicherweise noch schlimmer für das Land. Sie sagen ja, es geht Ihnen um das Land. Ja, wie gesagt, es gibt keinen Automatismus, wären auch andere Mehrheiten möglich. Es könnte eine große Koalition geben, eventuell auch dann mit Beteiligung der FDP als große Deutschlandkoalition oder auch ein Jamaika-Bündnis, wo natürlich auch die Grünen wieder dabei wären. Da käme es dann auf den konkreten Vertrag an, auf die Rahmenbedingungen. Aber grundsätzlich sage ich klar, die FDP sollte niemals Neuwahlen scheuen. Also Lindner hat es ja selber mal gesagt, vor einiger Zeit, besser neue Wahlen als neue Schulden. Und das gilt eigentlich auch nach wie vor. Jetzt kann die FDP aber nicht mal mehr verfassungsgetreue Haushaltspolitik, und Haushaltspolitik, das Geld, ist ja eigentlich eine Kernkompetenz. Auch beim Wählerklientel dachte man wahrscheinlich, dass man da gut aufgehoben ist bei der FDP. Dieser Ruf ist jetzt erstmal zerstört. Wie will man diese Reputation herstellen? Jetzt, in den kommenden 2 Jahren, vor der Bundestagswahl? Was heißt der Ruf der FDP? Es ist ja nicht der Haushalt der FDP und auch nicht Christian Lindners Haushalt. Es ist der Haushalt der Koalition. Er hat ihn vorgelegt, die Regierung hat ihn beschlossen, auf den Weg gebracht, und am Ende wurde er vom Bundestag beschlossen, also von der gesamten Ampelkoalition, von allen Abgeordneten, und deren Haushalt ist es. Aber wie gesagt, es lag halt der Geburtsfehler schon im Haushalt, dass man eben Konflikte nicht gelöst hat auf der Ausgabenseite und die mit Geld zugeschüttet hat, Geld, was man nicht hatte, mit Hütchenspielertricks. Und die Konsequenz wäre eben, auch um den Ruf der FDP zu retten, diese Ampel besser heute als morgen zu beenden. Ja, weil die FDP macht Politik, für die sie nicht gewählt wurde, auch in Dingen wie Energiepolitik und Flüchtlingsthemen. Da trägt die FDP einen rot-grünen Kurs mit, der bei unserer Wählerschaft eben nicht ankommt, wie man ja bei allen Wahlen, seitdem es die Ampel gibt, auch klar gemerkt und gesehen hat.
sagt Matthias Nölke von der FDP Kassel. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Gerne. Ja,